Hallo, meine fliesenlegenden Katzenliebhaber und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Clan Folk. Und auch hoffentlich weiterhin chillig. Das müssen wir ja dazu sagen. Aber bis jetzt sieht es ja auch so gut aus. Und ja, bis auf mit diesen Ratten, das ist ein bisschen komisch, dass die jetzt da überall herumfliegen und rumfetzen. Naja gut, wir werden es sehen. Wir wollen ja weiterhin etwas mal hier drauf fokussieren, dass wir den Deckel auf die Wohnanlage bekommen. Dann richten wir uns hier weiter ein und ja, wir lassen jetzt einfach ein bisschen mehr vorantreiben, würde ich mal sagen. Machen hier nochmal, dass hier alles nachgegossen wird und dass wir dann hier langsam auch unsere Ernte einholen. Na, Kira ist da, hat ihren Spaß. Ist aber schon bald Richtung Senior, oder? Oh ne, das läuft ab. Heißt das, wenn die jetzt runterläuft, ist sie tot? Oder was heißt das? Das ist immer ganz schön schräge, Alter. Müssen wir mal gucken. Genau, wir sind ja immer noch hier am Morgen. Duley hat hier ein Zicklein, ein männlich. Ah, nee, warte mal. Doch. Nee, den habe ich schon verkauft, ne? Alles. Hä? Nee, egal. Den verkaufe ich jetzt gerade mal nicht. Ah, nom. Wollten wir ohne Kaffee heute mit einem Stream-Getränk? Können wir mal so eine Biomarke gefunden mit Zitrone? Muss ja mal sagen, schön angenehm. Also wirklich dezenter Geschmack, hast halt hauptsächlich Wassergeschmack. Und dazu so eine zitronige Note. Gefällt mir wirklich gut. Also ich mag es ja, wenn es nicht so extrem mehr schmeckt, muss ich sagen. Ich habe ja früher ganz gerne, wie viele andere auch wahrscheinlich, viel Cola und so ein Shit mir reingezwungen. Und habe dann irgendwann mal so einen Entzug gemacht. Entzug vom Zucker. Holla die Weifen, sag ich euch, Leute. War das ein Kampf? Und ja, Männer können auch sehr, sehr zickig sein. Wirklich zickig. Ei, war das schlimm, sag ich euch. Aber naja, jetzt ist es weg und auch der Drang nach Zucker ist nicht mehr hoch. Also wirklich, ist so... Kann, muss aber nicht so. Weißt du, wie den Dreh meinen? Das ist einfach, ja... Und schmeckt meistens auch nicht so. So, Ziegel haben wir auf 0. Wir brauchen aber massiv viele Ziegel. Du brauchst ja pro Ding 5. Du brauchst pro Ding 5 und wir haben 200. Aber wir brauchen 1000 Ziegel. Also, ja gut, ist schon heftig. 1000 Ziegel. So, guck mal, hier mache ich... 375, 400, da kannst du nochmal auf 525, ich muss hier auch nochmal auf 525, jetzt kommen wir erstmal auf die Zielanzahl. Ei, der war aus, ei, der war aus. Das dauert eine Weile. Ne, das ist jetzt eigentlich, muss sagen, wir sind so ein bisschen an Grenzen gekommen von allem. Und ja, wir sind jetzt bei allen so ein bisschen an der Grenze, weil jetzt ist viel produzieren dabei. Nicht mehr machen und so alles erledigen. Es ist jetzt hauptsächlich eine Produktion. Warte mal, ich weiß, ob ich ihn verkauft habe. Verkaufe ich den mal das? Was ist der jetzt bei Down? Hä? Na ja gut, ich habe immer einen Erwachsenen, läuft in die Richtung. Und wenn der ein Senior ist, läuft es dann wieder runter, oder was? Guck mal, du machst ja... Ja gut, weiß ich nicht. Wenn er verstirbt, dann verstirbt er. Dann weiß ich aber, dann habe ich es gesehen mal. Dann haben wir uns eine Senior-Katze andrehen lassen. Na ja gut, ist halt so. Aber dann haben wir ihr den schönen Lebensabend noch gegönnt bei uns. Ich brauche von den Zicklein und von den Kühen mal bitte die weiblichen Leute. Ich kann nicht immer mit dem männlichen... Was, damit kann ich nichts anfangen. Ist einfach so. Damit kann ich nichts anfangen. So, wir haben wieder... 45. Wir müssen es da echt weiter bearbeiten. Ja, und ist schon wieder abgetrocknet. Ja gut, ist Sommer, aber okay, gut. Ist Sommer, darf man nicht vergessen. Wir haben 12 Tage was zu futtern da, das ist auch okay. Ich würde sagen, wir machen hier draußen mal. Ne, wir haben jetzt gar kein Hafermehl. Wir haben jetzt kein Haferkorn mehr, glaube ich. Das ist mein Problem gerade. Ne? Wir haben zwar 2700, aber wir haben kein Haferkorn mehr. Nee.
warten wir, bis das hier voll ist und dann machen wir hier mal die Ernte rein. Und ich glaube aber nicht... Ah, doch, du kannst noch mal eine Ernte ausbringen bis zum... die muss im Sommer ausgebracht werden. Und dann ist es bis Ende Herbst dann, ne? So geht das irgendwie noch. Also war es zumindest bei der letzten Ernte, dann müssen wir mal gucken. Ja, wirklich, ich habe jetzt nicht mehr viel, was ich wirklich anstellen kann. Ist mein Problem gerade. Also ich habe jetzt wirklich nicht viel, was ich mal machen kann. Ich würde gerne das so ein bisschen voranbringen, aber mir fehlen jetzt so ein paar essentielle Dinge, die man hätte vielleicht vorher schon produzieren können. Aber ja, ich zum Beispiel die Kühe würde ich gerne mal zeigen noch. Das wäre nochmal was Interessantes. Da müssen wir aber warten, bis wir sie kaufen können. Ja. Ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende langsam. Wir machen jetzt so die letzten Phasen, die wir noch haben. Laufen wir jetzt noch durch. Wir lassen das mal hier aufbauen, machen dann so ein bisschen anderes noch. Und dann gucken wir mal. Also ist wirklich jetzt so die Endzüge so ein bisschen und die werden wir jetzt auch erstmal so, ja, zu Ende spielen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch die Kühe rankriegen, noch ein zweiter Scheune dann aufbauen und dann ja, war es das. Anteilig da gebaut. Ist schon interessant. Das ist irgendwie... Ja, was machen wir denn jetzt? Weil jetzt wirklich, ja, das ist halt der Nachteil bei Strategiespielen. In dem Sinne, dass du nicht weißt, wo, wie, was, wie es dann weitergeht, was dann noch kommt, was du noch machen kannst. Guck mal hier, wir haben jetzt auch... Die Steindinger sind alle frei, alles leer. Das ist jetzt wirklich nur noch so ein Ansuchen zum Schickmachen des Gebietes. Ja, wir haben jetzt die Clanvergrößerung, haben wir auch schon mal gesehen. Wir haben jetzt so die Kinder, das werden jetzt größer, wir können die noch rüberziehen lassen. Und ich glaube mal danach geht es schon langsam Richtung, was ist denn das? Eine tote Ratte? Hättet ihr die dann auch... Das ist jetzt eklig, Leute. Uah. So, da sind sie auch nicht viel besser, aber naja. Naja. Oh ja. Boah, heute war ein cooler Tag. Es ist Sonntag jetzt, wo ich noch die Aufnahme machen. Und wir waren dann heute erstmal morgens los. Sind Wald gefahren heute und waren dann erstmal eine Runde Pilze suchen. Und was für ein Glück wir heute hatten. Also wir hatten glaube ich 6, 8, 7, 10 Steinpilze. Irgendwie in der Dreh, zwischen 6 bis 10. Ich habe jetzt nicht mehr genau nachgezählt. Haben wir schön Steinpilze gefunden. Ein paar Butterpilze natürlich. Ja klar, die haben wir gleich vor Ort auch schon geschält, dass wir sie dann auch später dann normal genießen können. Und die Steinpilze waren richtig top. Also wir hatten glaube ich einen gefunden, der war durch, aber die anderen waren alle eigentlich recht gut dabei und oh, hat auch super geschmeckt. Haben uns auch so eine schöne kleine Pilzpfanne dann gekocht, mit Nudeln so ein bisschen und haben uns dazu paniertes Fleisch noch von meiner Firma dann gemacht. Und ja, wunderbar. Wo ich eine Pilzpfanne noch richtig lecker finde, wenn du den so Geflügel richtig reinmachst. Hatten wir jetzt leider nicht da gehabt. Weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass wir dann gleich so finden. Aber wir hatten wirklich Glück gehabt. Und ja, nicht schlecht. Also macht doch immer wieder Spaß. Danach nach Hause. Wir sind um 8:30 los, 9 da. Und um knapp 12 sind wir schon wieder retour gefahren. Also wir waren schon ein bisschen unterwegs. Und war auf jeden Fall cool. Hat auch immer wieder Spaß gemacht. Da freue ich mich auf jeden Fall wieder, jedes Wochenende das so wieder zu unternehmen. Wenn es Wetter hergibt. Und ist auch immer nur eine Empfehlung, sage ich euch. Aber setzt euch damit auseinander, bevor ihr da reingeht, was ihr sammelt. Und wenn ihr nichts wisst und ihr sammelt euch so vieles, dann informiert euch danach, was und wie. Weil man muss auch aufpassen, es gibt ja auch Pilze, das habe ich auch gelernt. Das habe ich von meiner Frau alles gelernt. Es gibt ja auch Pilze, wenn die giftig sind, dass die giftige Substanz sozusagen auf die anderen Pilze überstreuen können. Ne? Also das kann ja auch dann sein. Dann sind die nämlich alle doch in gewissen Dosen giftig. Und sollte man das vielleicht nicht unbedingt zu sich nehmen. Was ist denn da los? Hä? Ach so, da stehen mehrere. Gerade gewundert. Holla, die Waffe. Ey, guck mal, da ist einer, den könnt ihr auch nochmal scheren. Oh ja, macht das Ganze in Ruhe. Wir haben schon wieder Wolle. Haben wir eigentlich noch? Wobei, nee, nimm mal mit. Wir brauchen Wolle. So. Ja, Ziegel weiterhin einstellen.
Bein warte ich noch, dass wir dann das einmal abernten können und neu sehen können. Das ist so eigentlich mein Ziel. Hatten wir noch Erz gehabt? Okay, ja, hatten wir noch. Wusste ich gar nicht. Bäume gehen uns langsam aus. Oh, hallo, Genat. Was hast du? Oh, eine weibliche Sache. Aber eine weibliche Sache bringt uns in dem Sinne ja auch nichts. Wir können dann das zwar vergrößern, aber mein Problem, den ich dabei habe, ist, dass ich keinen Sinn für die habe. Es könnte uns Fleisch geben, aber bis jetzt kommen wir auch ohne Fleisch gut klar. Gut schon. Was hast du da? Flachsgabe und Hafergabe. Ja gut, dann gib mir mal das hier. Und du kriegst das einmal. So. Haben wir ein bisschen Geld und passt dann. Was bleibt mir zu sagen? Also, wir haben die Winter überlebt. Wir sind jetzt im dritten Jahr im Sommer. Wir haben hier einiges schon erreicht. Bestimmte Sachen haben wir noch nicht gesehen. Da muss ich aber auch sagen, das ist für ein Spiel dann wieder ein bisschen schwierig, dann einzuschätzen. Ich muss jetzt bei denen hier im Handel gut durchkommen. Muss das immer wieder handeln, braucht Punkte, damit das freigeschaltet wird, dass sie mir irgendwann eine weibliche Kuh dann bringen. Oder eine weibliche Ziege. Damit kann ich dann Milch machen. Mit der Milch kann ich dann natürlich Käse und, glaube, Butter oder Butter und Käse herstellen, um dann zum Beispiel noch ein Nahrungsmittel Gegenstand sozusagen hinzuzubringen. Aber das zur Frage zu zeigen ist dann immer noch schwierig. Ich muss jetzt noch gucken. Ich kann nicht genau beantworten, wie lange ich das jetzt noch mache, weil es fehlen noch einige Punkte, bin ich ganz ehrlich. Einige Punkte fehlen mir einfach noch, wo ich dann sagen kann, genau das kann ich noch weiter voranbringen. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. So, wir ernten jetzt das ganze Zeug. Wir haben jetzt nur leider kein Dings mehr. Genau, wir brauchen, warte mal, wie viele brauchten wir denn nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann hast du noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99, also 100. Sagen wir mal, du brauchst 500 Haferkorn. Wir brauchen 500 Haferkorn, ne? Dann würde ich mal sagen, machen wir uns einmal 1000 Haferkorn. Dass wir wieder ein bisschen was nachlagern. Um da dann auch weiter drauf aufzubauen. Ey Leute, aber könntet ihr mir die Wolle bitte wegbringen? Das... Ja, also wie gesagt, bei Spielen bin ich immer so, ich spiele gerne, wenn du halt ein NC hast, aber Strategiespiele sind so, bis zu einem bestimmten Punkt kannst du ein bisschen was spielen, aber dann ist auch irgendwann so ein bisschen die Phase eingetreten, wo es für mich nicht so weiter richtig geht, ne? Ich guck mal noch ein bisschen, was ich noch finde, also ich würde gerne auf jeden Fall so das Gebäude so ein bisschen fertig haben, aber es ist ja auch noch ein EA-Titel, also es wird auf jeden Fall noch mal Folgen dazu kommen, da wird bestimmt noch ein bisschen Abstimmung dann reinkommen, muss man mal gucken. Vieles ist jetzt aber eher so ein, wir machen immer dasselbe jetzt. Wir fahren immer wieder zusammen, machen das immer wieder fertig, bauen es wieder auf. Hast du hier jetzt, ist ganz normal alles. Der gesamte Grundstein drumherum halt. Jetzt, was cool kommen würde, wäre, wenn noch ein paar Leute dazukommen, wo du eine Quest erfüllen musst oder irgendwas erbringen, erbauen, herstellen musst oder sowas. Wäre auch noch eine schöne, interessante Sache. Oder ich glaube, es ist ja ein Anleger an RimWorld. Die Highlands waren ja damals auch so, wo dann auch Krieger ein bisschen ausgebildet hat. Ja, ich weiß, das wieder mit Krieg, bla bla bla. Ja, aber man muss ja auch über geschichtlich dann ein bisschen da gleichbleibend sein. Und das war ja damals auch nun mal so, ne? Also, mir geht es nur darum einfach, dass man irgendwie noch so ein bisschen so eine Base findet, wo du sagen kannst, ja genau, du hast doch irgendwie andere Möglichkeiten, als nur jetzt eigentlich immer wieder laufen lassen. Das ist was mit Banished. Ich fand Banished richtig gut, habe ich auch gespielt und habe auch sehr lange gespielt. Deswegen gibt es das auch als LP höchstwahrscheinlich nie. Du baust dir halt deine Siedlung auf, machst das alles fertig, aber es wird dann immer wieder weiter und es wird dann nur darauf ausgeweitet, du musst immer mehr für Nahrung sorgen.
für Räumlichkeiten, sprich, du kannst immer mehr Material, musst aber auch wieder mehr ausgeben in dem Sinn. Das ist dann immer halt weiter, immer weiter. Es kommt dann irgendwann keine Entwicklung mehr. Das fehlt dann irgendwann. Was ja auch okay ist, gehört ja dazu, ne? Guck mal, Umgebung 20. Hier ist noch keine Umgebung, weil noch offen. Nee, hä, warum habe ich denn da Dünger? Warum müsste da nicht auch eine Umgebung? Na, guck mal, da war Umgebung minus Umgebung 10. Hier haben wir Fliesenboden, Tempo, aber da steht irgendwas nichts mit Umgebung. Dafür hast du Feuchtigkeit, Dünger, Wachstum, hä? Hä? Wird nicht ganz schlau daraus. So, wir sind jetzt schon wieder in der Nacht drin. Genau, jetzt geht halt immer die ganze Zeit. Wir machen hier, bauen auf, machen hier nochmal ein bisschen fertig. Bringen die Zeit jetzt rum. Wer rennt denn jetzt hier eigentlich so herum? Hallo? Phil hat schon wieder Hunger. Warum hast du jetzt schon wieder Hunger? Was machst du denn da? Finley? Hallo? Hä? Was ist das jetzt für eine Logik? Hä? Ich habe nichts eingestellt. Es ist Schlafenzeit. Er hat jetzt kein Überarbeiten. Er hat einen totalen Nahrungsmangel. Totalen Nahrungsmangel, verliert Gesundheit. Geht nicht schlafen, macht die Arbeit zu Ende. Das ist jetzt so eine Sache, die ich jetzt vom Logischen her nicht ganz verstehe. Oh, verdammt, haben wir wenig Vorräte nur noch, Leute. Wir haben wirklich wenig Vorräte. Jetzt müssen wir langsam doch mal ein bisschen wieder an die Vorräte. Aber ist im Endeffekt auch nichts Besonderes. Du wirst dann wieder, wir werden wieder Pilze sammeln, sobald der Herbst antritt. Dann machen wir Pilze. Danach machen wir wieder Trocknungszeit. Und ja, wie gesagt, Brot haben wir zwar ein bisschen da, aber was ich sagen muss, wo ich ein bisschen sagen muss, es gefällt mir nicht ganz so, ist die Aufteilung des Essens. Es war schon immer schwierig, das Essen so ein bisschen haltbar zu machen. Ich finde aber zum Beispiel, dass sie halt nicht sagen, ich bringe das zu Ende mit der Kochinstanz, dass ich sage, ich mache das schnell und das Brot halt extrem schnell abläuft. Aber wirklich extrem. Also ich habe nicht mal 2-3 Tage was davon. Meistens läuft es ja schon fast nach einem Tag ab und es war's. Und das ist, was so ein bisschen ist. Und auch so ein bisschen Methoden von dem Fleisch. Du kannst ja Fleisch eigentlich sehr lange gepökelt und so haltbar machen. Ich glaube, es war damals ja trotzdem schon, dass die das da in der Richtung wussten, wie das lange haltbar geht, das Fleisch. Also, deswegen. Ein paar Punkte könnte man vielleicht noch überlegen anzupassen. Aber wir kümmern uns jetzt darum, dass wir hier mal ein bisschen das schicker machen. Und genau, die Wohnungen hier noch ein bisschen anbringen. Jetzt haben wir schon wieder kennt. Das ist auch so. Oh, Ziegel, ey. Und wir brauchen so viel. Und wir brauchen eigentlich Bäume und Holz. Haben wir auch nicht mehr viel. So. Was machen wir denn jetzt? Aufgaben, Bäume? Ja, Bäume müssen wir jetzt schlagen, meine Freunde. Wir brauchen Bäume. Da. 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 So. Haut die Bäume um. 561 Aufgaben. Wir haben überhaupt nicht wenig. Total angepasst. Schafft man, Leute. Ja, da läuft immer mit. Oh, schön. Immer wieder ein bisschen was. Da ist noch was zum Aufbauen. Da bringt er noch hin. Und nach wird es neues Baby. Schaf mal 2. Na, sehr schön. Also es läuft. Also Schafe geht schon ganz cool. Wir bräuchten eigentlich noch Ziegen und Kühe. Das ist aber eine Sache, die müssen wir per Handel schaffen. Ohne Handel kannst du es vergessen. So, genau, der macht mir jetzt das hier alles fertig. Hat er sogar schon. Okay, das könntest du mir mal ein bisschen wegräumen. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Medieval Dynasty. Ah, wirklich so ein bisschen. Erinnert mich das gerade extrem an Medieval Dynasty. So, wir haben gar keine Kohle mehr, meine Freunde. Aber der brennt ja noch schön fleißig. Holz, Kohle und Lehm und ja.
Gut, jetzt müssen wir mal gucken, hast du hier eigentlich mal automatisch? Ja, wir haben noch das drin, ne? Jetzt brauchen wir mal wieder Bäume. Ohne Bäume gibt es kein Holz und Bretter. Und ohne Bretter können wir nichts aufbauen. Also die Frage, ob wir hier nochmal was reinkriegen. Guck mal, jetzt baut er hier wieder ein bisschen noch was hin. Also so ganz peu à peu wird es hier ein bisschen aufgebaut. Aber ist okay. So, jetzt haben wir wieder was nachproduziert. Das wird dann wieder und wieder. Ja. Ist jetzt in dem Sinne eine recht einseitige Spielweise. Ich kann ja nicht mehr viel machen. Also für mich ist viel schon eingestellt. Ich gucke mir jetzt hier viel hin und her. Leider, Mann, das ärgert mich immer sowas, weil mir macht eigentlich ist es ja schon sehr spaßig, aber man muss halt auch den Einsehen haben, dass man jetzt so gerade ein bisschen dran steht an nur rein, ja, hier und hier und ich mache ja nichts. Also das ist ja das Coole, wenn du RPG-Spiele spielst oder sowas, du spielst den Charakter. Hier bin ich ja nur der Herr, der da drüber guckt, so, und, oh, guck mal, Badezimmer ist bald fertig. Badezimmer. Nee, kann man nicht machen. Ich kann Badezimmer jetzt nicht schon die nächsten Sachen machen. Ich brauche dann schon wieder Bretter. Ich mache das hier erstmal zu Ende und gucke dann, was ich an Materialien habe und brauche, bevor ich hier schon wieder was anfange fertigzustellen. Großsteine haben wir auch schon fast alles weg, ne? Guck mal hier, haben wir ganz schön gut aufgeräumt. Ach, eine schöne Sache. Sind da gerade verschwunden. Gerade nicht drauf geachtet. Oh, guck mal, wie viele Tiere wir auch schon wieder haben. 1, 2, 3. Also wir wollen nur von Schäfchen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Schäfchen haben wir. Aber wir haben davon noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 männliche. Ich könnte 2 Widder, kann ich eigentlich dann wieder mal verkaufen. Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, werden 2 Widder wieder verkauft, weil zu viele langsam werden. Ist zwar, wir haben zwar Wolle, aber eine zu hohe Anzahl an Widdern bringt uns jetzt auch nicht viel. Oh, es wird Abend. So, die kannst du morgen auch nochmal machen. Dann werden die morgen geschoren und dann haben wir wieder ein bisschen Wolle drinne. So Holzasche war das, genau. Aber guck mal, sieht doch schon nice aus. Richtig cool. Wenn er hier das schon mal fertig macht, dann steht hier auch das schön drüber. Guck mal, hat 23,8. Raus, hier geht schon die Temperatur gut nieder und es dauert hier länger. Also hält Wärme auf jeden Fall besser. Das hier ist, ja, durch die Tiere mit. Aber guck mal hier. Schon auf 17 Grad unten. Das ist wesentlich schlimmer. Das bringt... Die ist eigentlich cool, wenn du eine kühlen, wenn du zu warm hast, aber die meiste Zeit in den Highlands zerfrierst du ja eher. Und dadurch ist so eine feste Behausung natürlich besser. So, jetzt geht die nächste Nacht herum und ich weiß nicht, also ich würde sagen, da ich jetzt auch leider ein bisschen mal im Verzug bin, würde ich auch heute mal schon hier das Ende sozusagen bringen. Ist ja mal kürzere Folgen jetzt zu machen, habe ich ja gesagt. Wir werden jetzt so ein bisschen so sehen, wie die Weiterentwicklung ist und schauen, was dann noch so Schönes kommt. Also ich bin gespannt, ob ich das noch hinkriege alles, bevor sich bei mir auch die Lust am Spielen verliert. Hoffe ich mal ganz ehrlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines und über Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn ihr beim Abo die Glocke aktiviert, erhaltet ihr jederzeit Informationen, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao, ciao.